Schön, dass ihr wieder bei Game Over Brettspiele eingeschaltet habt. Und falls ihr neu seid, dann herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich euch wie immer was ganz Besonderes mitgebracht, selbstverständlich. Nämlich Einspruch, Duell der Anwälte. Und das war noch nicht alles. Ich habe auch noch die beiden kleinen Erweiterungen. Da war ich ein bisschen zu wild mit den Erweiterungen. Und ich habe euch die beiden Erweiterungen mitgebracht. Einmal der Pate und einmal Hexenjagd. Jetzt habe ich euch eine Menge Boxen gezeigt und ihr fragt euch sicherlich, worum geht es in diesem Spiel? Naja, wie der Name schon sagt oder wie ihr euch bestimmt schon selber denken konntet, wir spielen in einem Gerichtssaal einen Fall nach. Und zwar entweder als Anklage, das heißt wir beschuldigen, oder als Verteidigung, das heißt wir beschützen, wir versuchen unseren Mandanten da rauszuziehen aus der Affäre. Und das Ganze ist ein Kartenspiel für zwei Personen und je nachdem, wie wir das Spiel spielen, bietet das Spiel immer andere kleine Kniffe und Aspekte, aber da werde ich später nochmal drauf eingehen. Wir gucken uns gleich das Spielmaterial an. Wir würzen das Ganze mit ein bisschen Regelerklärung, damit ihr wisst, was los ist. Am Ende werde ich nochmal auf die zwei Erweiterungen zu sprechen kommen, was die noch mit dazu bringen. Und ihr bekommt noch meine Meinung, ob sich das Spiel vielleicht für euch lohnt oder ob das Ganze etwas durchwachsen ist. Aber bevor wir da hinkommen, muss ich nochmal kurz mit der Spieleschmiede hart ins Gericht gehen. Game over. Die Spieleschmiede, eine Crowdfunding-Plattform, die sich darum kümmert, Spieleprojekte zu lokalisieren, auf Deutsch rauszubringen, eine super Sache. Und ich bin auch mega mit der Spieleschmiede zufrieden. Ich habe damals Flick of Faith über die Spieleschmiede bezogen und top Material, super Karten, super Übersetzung, einwandfrei. Bin ich rundum zufrieden und ich bin auch natürlich bei Flick of Faith Cataclysm dabei, da freue ich mich auch schon drauf. Aber hier habt ihr einen Bock geschossen, da müssen wir mal kurz drüber sprechen, weil das kann ich nicht unerwähnt lassen, wenn Leute sich das Spiel eventuell kaufen sollen. Und hierfür verlese ich die Anklageschrift. Wir haben 4 Anklagepunkte. Gucken wir uns mal den ersten an. Das Inlay. Praktisch nicht vorhanden. Ein zusammengestümpertes Pub-Inlay, was man vielleicht dazu nutzen kann, das Grundspiel aufzubewahren, aber man kann weder das Grundspiel mit Erweiterungen in diesem Inlay aufbewahren, noch kann man das Grundspiel alleine gesleeved darin unterbringen. Finde ich ein bisschen schwach. Was habe ich dafür gemacht? Ich kann euch das mal zeigen. So sieht bei mir das Grundspiel aus. Das Inlay habe ich direkt in die Tonne gekloppt, habe meine Karten gesleeved und letztendlich einfach nur die Karten da reingepresst. Die schwimmen hier lose in der Packung rum. Erinnert mich so ein bisschen an den ersten April-Scherz von Folded Space mit dem Universal-Inlay, das einfach auch nur so eine rechteckige Schale ist. Leider etwas enttäuschend. Punkt 1. Punkt 2. Die Regeln. Das Spiel hat einen Mechanismus, eine Aktion, die ihr machen könnt, die nennt sich Einspruch. Und diese Aktion ist nicht unerheblich, denn mit Einspruch könnt ihr verhindern, dass ein Gegner Argumente spielt, was euch richtig in Bedrängnis führen kann. Und letztendlich ist in dieser Anleitung beschrieben, dass ihr einen Einspruch machen könnt. Aber was dieser Einspruch auslöst, das wird leider nicht in den Regeln beschrieben. Und das finde ich ein bisschen bitter, weil das Spiel heißt letztendlich Einspruch und diese Mechanik ist schon sehr, sehr wichtig für dieses Spiel. Wo ich dann trotzdem rausgefunden habe, wie dieser Mechanismus funktioniert, ist auf den Hilfekarten. Aber ich spiele hier kein Exit-Spiel von Cosmos, dass ich mich erstmal hier über Hinweise erraten muss, wo die Regeln zu finden sind. Da sowas Elementares zu vergessen, finde ich nicht so gut. So, jetzt könnt ihr sagen, okay, Inlay haben viele Spiele nicht so toll. Wir haben mal in den Regeln was vergessen, passiert. Aber das war noch nicht alles, denn jetzt kommen wir zu Punkt 3 der Anklage. Und zwar, was habe ich auf Punkt 3 stehen? Die Spielmaterialangaben sind falsch. Hier kommen wir auch wieder zum Regelheftchen. In diesem kleinen Regelheftchen, ich beziehe mich jetzt hier auf die Erweiterung, nicht das Grundspiel, in den Erweiterungen, steht zum Beispiel bei der Patenerweiterung, es gäbe 2 Storykarten. Fakt ist, es gibt nur eine. Leider falsch angegeben in der Anleitung. Beim Hexenfall, da haben wir in der Anleitung stehen, es gäbe 22 Zeugen, Inhalt 20 Zeugen. Leider wieder nicht die richtige Zahl angegeben in der Anleitung. Von daher, auch hier Minuspunkt bei der Qualitätskontrolle. Kommen wir letztendlich zum letzten Anklagepunkt. Und zwar Punkt 4. Druckfehler auf den Karten. Ja, nicht nur die Anleitung hat gelitten, sondern auch die Karten selbst. Was meine ich damit? Es gibt beispielsweise eine Karte, da eigentlich sollte bei den Karten Befragung draufstehen bei gewissen Effekten. Bei dieser Karte steht Examine drauf. Okay, kann man jetzt auch sagen, ist bei einer Karte passiert.
kann man sich merken, diese Karte, kann man auch nochmal für sich übersetzen, wenn man ein bisschen Englisch kann, Examen, Befragung, bla bla bla, alles nicht so schlimm. Kommen wir aber zum nächsten Druckfehler. Auch wieder eine Kleinigkeit, aber ihr merkt, es häuft sich. Und das ist das, was mich stört. Ich bin eigentlich, kann ich über so kleine Fehler hinwegsehen, aber wenn die sich häufen, dann finde ich es schon unangenehm, gerade wenn man das für einen relativ hohen Preis für ein Kartenspiel gekauft hat und dann auch alle Erweiterungen dazu genommen hat und sich auch schon ein Jahr lang oder ein Dreivierteljahr darauf gefreut hat, dann finde ich das schon leider relativ bitter. Der nächste Druckfehler ist folgendes: Wir haben eine Verteidigungskarte und da steht anstatt einem V für Verteidigung ein D. Auch noch zu verschmerzen, aber wie gesagt, es summiert sich. Und der dickste Klopper, der kommt ja noch. Bei der Karte Beratung haben sie eiskalt den falschen Effekt draufgeschrieben. Und das ärgert mich besonders, weil letztendlich die beiden Standarddecks Verteidigung und Anklage sind symmetrisch gestaltet. Und jetzt ist bei dem einen ein Effekt drin, der gar nicht für diese Karte vorgesehen ist. Und das finde ich schon ärgerlich. Also das stört mich persönlich schon sehr. Jetzt habe ich euch alle Punkte genannt, die leider aus meiner Sicht schiefgelaufen sind. Und ja, ihr könnt jetzt sagen, okay, das sind alles so kleine Sachen, die machen alle das Spiel weiterhin spielbar. Aber ich find's doof, dass sich das alles summiert hat. Und ich weiß, dass die Spieleschmiede es besser kann. Ich habe es an Flick of Face gesehen und deswegen stört es mich umso mehr. Klar könnt ihr jetzt sagen, okay, ich kann diese kleinen Fehler, muss man sich halt merken, D wie Defense, V wie Verteidigung, das kann man sich locker übersetzen und die Farbe, die ist ja auch blau für Verteidigung, von daher brauche ich noch nicht mal den Buchstaben, mir herleiten zu können, wofür er steht, aber ich bin jemand, der sich schon dran stört, wenn die Spieleschachtel falsch drauf ist, von daher könnt ihr euch denken, was es bewirkt bei mir, wenn da eine ganze Karte falsch übersetzt ist und einfach mit einem falschen Effekt im Spiel rumeiert. Ja, diese Punkte, die bei dem Spiel jetzt bei der Übersetzung nicht so gut gelaufen sind, wollte ich euch mitteilen, damit ihr das eventuell berücksichtigen könnt. Ich hätte es mir vielleicht nämlich zweimal überlegt bei diesen ganzen Sachen und hätte eventuell zur zweiten Auflage gegriffen. Ich hoffe, da kommt vielleicht eine Kompensation in Form von, dass zumindest die Karte, wo der Effekt falsch drauf gedruckt ist, vielleicht nochmal an alle Unterstützer geschickt wird. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Nichtsdestotrotz, ich mag die Spieleschmiede weiterhin. Ich finde es toll, dass die Spiele auf Deutsch lokalisieren. Weiter so. Finde ich super. Und wie gesagt, Flick of Faith, einwandfreies Produkt. Ich freue mich auf die Erweiterung zu Flick of Faith. Ich bin auch in Furnace drin. Ich bin mir sicher, da werdet ihr es besser machen. Hier leider hat das in einigen Punkten nicht so geklappt, aber wir schauen mal, wie generell damit der Situation umgegangen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt kommen wir aber zum wirklich spannenden Teil, nämlich dem Spiel selbst. Dafür habt ihr bestimmt auch eingeschaltet. Wir schauen uns jetzt mal den Aufbau von Einspruch an und ich erkläre euch ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Bei Einspruch haben wir zunächst einmal den Richter. Der Richter liegt an der Seite, umringt von den Zeugenkarten. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt auswählen am Anfang, ob ihr einen befangenen Richter nehmt. Das ist aber schon für das fortgeschrittene Spiel anbedacht. Oder ob ihr einen neutralen Richter nehmt. Bei einem befangenen Richter könnt ihr auch gewisse Beweise anfechten. Würde aber zu tief führen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also ihr habt allein schon durch unterschiedliche Richter ein bisschen Variation in dem Spiel. Die Zeugen, die um den Richter herumliegen. Ja. Das sind Zeugen, die ihr in den Zeugenstand rufen könnt, wenn ihr dran seid, wenn ihr die Gunst des Richters habt, dann habt ihr die Entscheidungsmöglichkeit, welchen Zeugen rufe ich mir in den Zeugenstand. Das kann für euch ganz strategisch wichtig sein, egal, also abhängig davon, was ihr für Karten auf der Hand habt, ob die euch für diesen Zeugen nutzen, aber auch der Aufrufeffekt des Zeugens kann spannend sein. Denn jeder Zeuge, den ihr aufruft, hat einen sogenannten Aufrufeffekt, der euch zum Beispiel die 12 Geschworenen beeinflussen lässt oder aber andere Effekte mit sich bringt, die euch vielleicht ganz gut in die Karten spielen. Wenn der Zeuge dann im Zeugenstand liegt, dann geht das große Gefecht um den Zeugen los, denn ihr müsst eure Argumente, Beweise und Methoden spielen, um den Zeugen erfolgreich auf eure Seite zu ziehen beziehungsweise die Geschworenen davon zu überzeugen, dass der Zeuge euren Mandanten quasi unterstützt. Oder aber auch, dass der völliger Quatsch erzählt und als Zeuge unbrauchbar ist. Denn Ziel der ganzen Geschichte ist es, ein positives Urteil für euch als Verteidiger oder als Angeklagter zu erzielen. Und das macht ihr, indem ihr die Geschworenen auf der anderen Seite gegenüberliegend des Richters auf eure Seite zieht. Die Geschworenen unterliegen gewissen Neigungen. Das bedeutet, wenn ihr Zeugen gewinnt oder gewisse Effekte ausspielt, dann lassen sich gezielt Geschworene beeinflussen, die diese Neigung haben. Sei es zum Beispiel, dass ihr sie überzeugt durch Logik,
durch Fakten, durch Gerechtigkeitssinn oder durch Emotion oder Korruption. Also da gibt es unterschiedliche Neigungen, auf die die Geschworenen ansprechen. Die werden am Anfang des Spiels zufällig ausgeteilt. Generell, wie funktioniert ein Spielablauf? Ihr habt 5 Karten auf der Hand, macht unterschiedliche Aktionen, immer abwechselnd und irgendwann seid ihr fertig und passt. Und wenn ihr gepasst habt, dann wird geguckt, wer kriegt den Zeugen. Dann wird geguckt, wer zieht den Zeugen auf seine Seite, wer kriegt den. Und letztendlich wird dann wieder auf 5 Karten aufgezogen und derjenige, der verloren hat, der darf den nächsten Zeugen in den Zeugenstand rufen. Verteidiger und Anklage sitzen sich natürlich gegenüber und jeder von beiden hat ein kleines Startdeck. Ich erzähle euch auch gleich, wie das Ganze sich zusammensetzt. Und was auch noch besonders interessant ist, wir haben noch einen Redemarker jeweils auf jeder Seite und wir haben noch 3 Einspruchsmarker, die super wichtig sind. Ja, wie beginnt das Spiel? Die Grundbox beinhaltet 2 Fälle. Einmal den Fall Kunst des Verbrechens und einmal den Fall Fairmont-Tragödie. In dem ersten Fall geht es um einen Kunstraub. Was ganz cool ist, bei jedem Fall liegt auch so eine kleine Geschichtskarte dabei, die das alles nochmal ein bisschen näher beleuchtet. Und die Karten, die dann zu dem Fall gehören, sind auch dementsprechend thematisch. Der zweite Fall ist ein Mordfall, den wir auflösen müssen. Der spielt sich aber ein bisschen anders. Diese Andersartigkeit wird durch unterschiedliche Karten erzeugt, die dem Spiel dann mit beigemischt werden. Letztendlich als Verteidiger und als Anklage haben wir unsere Standarddecks, mit denen wir spielen. Und wir nehmen dann noch die restlichen Karten des Falls. Die sind unterteilt in Zeugen. Es gibt immer Zeugen in einem Fall und es gibt Beweisstücke in einem Fall. Und die Beweisstücke, die mischen wir als separaten Stapel und dann wird gedraftet. Das funktioniert so, jeder zieht 3 Karten und diese 3 Karten, da überlegt man sich, okay, welche behält man selbst? Also man sichert sich im Prinzip Beweisstücke, die für einen ganz cool sind, mit denen man sich so eine kleine Taktik aufbaut. Und welche kann ich dem Gegner geben? Irgendwelche Schundkarten, die ich nicht brauche oder mit denen der Gegner vielleicht nichts anfangen kann. Und die 3. Karte, die man gezogen hat, die legt man auf den Stapel der geheimen Beweise. Die sind nicht ganz raus aus dem Spiel. Es gibt Karten, da darf man sich aus diesem geheimen Beweisstapel nochmal was ziehen. Das heißt, wenn man sicher gehen möchte, dass der Gegner eine gewisse Karte nicht bekommt, dann sollte man sie selber wählen. Und so funktioniert das. Also jeder zieht immer abwechselnd 3 Karten und teilt die, wie ich sie gerade erzählt habe, zu. Und wenn der Stapel aufgebraucht ist, dann kann es im Prinzip losgehen. Man nimmt dann als Anklage seine Karten, vermischt die mit seinem Standarddeck. Dann nimmt man als Verteidigung seine Karten, vermischt die mit dem Standarddeck. Und der Beweisstapel mit den geheimen Beweisen wird zur Seite gelegt. Jetzt hat jeder sein Deck und wir können starten. Zu Beginn des Spiels darf die Anklage beginnen und dann ruft die Anklage einen Zeugen in den Zeugenstand. Jetzt hat sie folgende Möglichkeiten. Sie guckt sich ihre Handkarten an und darf Beweise, Argumente oder auch Methoden spielen. Alle 3 Karten dürfen an den Zeugen rangehangen werden und helfen dabei, Einflusspunkte aufzubauen. Diese Einflusspunkte sind essentiell wichtig, denn wer am Ende des kleinen Gefechts um den Zeugen am meisten Einflusspunkte hat, der bekommt den Zeugen auf die Seite und die Differenz der Punkte. Angenommen, ich habe 10 Punkte, mein Gegner hat 5, dann wäre die Differenz 5. Und diese Differenz darf ich dann nutzen, um die Geschworenen auf der Seite zu beeinflussen. Je mehr ich habe, desto schwierig zu überzeugendere Geschworene kann ich auf meine Seite bringen oder desto mehr leichter überzeugende Geschworene kann ich auf meine Seite bringen. Wichtig beim ersten Fall ist es, da gewinnt man, wenn die meisten Geschworenen auf seiner Seite sind. Von daher, je größer die Differenz, desto mehr Spielraum habe ich da in dem, was ich mache. Deswegen ist es auch wirklich nur ein guter Sieg, wenn man den Haus hoch gewinnt. Ne? Weil je größer die Differenz, desto besser. Aber deswegen darf jemand, der sieht, oh, ich gewinne den Zeugen nicht, ich behalte ihm die ganz starken Karten für später. Da macht es dann trotzdem Sinn, gute Karten hinzuspielen, dass die Differenz nicht zu groß wird. Wie funktioniert das denn generell mit dem Kartenhinspiel? Ihr seht auf der Zeugenkarte unterschiedliche Neigungssymbole. Denn auch der Zeuge ist anfällig für gewisse Neigungen und wir müssen unsere Argumentationskette schlüssig aufbauen. Das funktioniert so. Wir schauen uns die Symbole des Zeugens an und jede unserer Karten, seien es Methoden, seien es Beweise, seien es Argumente, wir haben auch auf jeder dieser Karten Neigungssymbole. Das heißt, welche Neigung diese Karte anspricht. Und diese Neigung, da muss mindestens ein Punkt zu dem des Zeugens passen. Haben wir beispielsweise, zeigt unser Zeuge beispielsweise eine Waage, dann dürfen wir nur eine Methode, ein Argument oder ein Beweisstück spielen, das auch eine Waage hat oder ein anderes Symbol, was aber der Zeuge auch hat. Haben wir die erste Karte gespielt, dann bilden wir damit unsere Einvernahme. Und auf diese Einvernahme, darauf können wir aufbauen mit unserer Argumentation. Denn jetzt zählen nicht mehr die Neigungssymbole des Zeugens, sondern es zählen jetzt die Neigungssymbole des Beweisstücks, der Methode oder was auch immer, was wir da gespielt haben.
Das heißt, wir gucken uns diese Symbole an und spielen darauf folgend die nächste. So kann man seinen Zug auch durchplanen und überlegen, okay, ich spiele erst die Karte, dann die und dann kriege ich neue Symbole und dann passt die nächste Karte, die ich dann spiele. Das alles kann natürlich auch vom Gegner wieder zunichte gemacht werden, indem er im richtigen Moment Einspruch einlegt. Und das macht es aber auch spannend. Da ist es dann aber auch wichtig zu taktieren, wann man seinen Einspruch nutzt. Und da liegt dann auch der Reiz des Spiels, das richtig abzuwägen. So ist das. Ihr spielt Beweise und Methoden. Und diese ganzen Beweise und Methoden, wenn ihr sie spielt, haben natürlich auch können natürlich auch Effekte haben. Es gibt Direkteffekte, die heißen dann Befragung. Da führt ihr dann sofort das aus, was ihr gespielt habt. Beispielsweise, ihr kriegt dann für gewisse Symbole, die auslegen, nochmal extra Einflusspunkte. Oder dies und das passiert. Da gibt es auf jeden Fall die unterschiedlichsten Effekte. Bei Beweisstücken kann es auch mal sein, dass kein Effekt drauf ist. Dafür gibt er jede Menge Einflusspunkte. Die sollte man sich natürlich auch gut aufheben. Und es gibt noch Effekte, die getriggert werden, wenn ihr einen Triumph habt. Das heißt, ihr gewinnt den Zeugen für euch und das ist eure zuletzt gespielte Karte. Nur dann wird dieser Triumph-Effekt aktiv. Oder es gibt auch Effekte für Niederlagen. Das heißt, wenn die letzte Karte, die ihr gespielt habt und ihr passt, ihr überlegt nichts mehr und ihr verliert mit dieser letzten Karte und da steht Effekt Niederlage, dann bekommt ihr auch den Effekt der Niederlage zugute geschrieben. Kann man auch mit einkalkulieren. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, an dem Zeugen könnt ihr alles dran spielen, seien es Argumente, seien es Beweise, seien es Methoden. Aber Methoden haben noch einen Spezialeffekt. Methoden könnt ihr vorbereiten. Und zwar müsst ihr Methoden nicht unbedingt an den Zeugen spielen, sondern ihr könnt Methoden auch in den Methodenbereich spielen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist eure Aktion vorbei, aber wenn ihr die Aufmerksamkeit des Richters habt, dann dürft ihr Methoden aktivieren und Methoden geben euch nochmal extra Effekte, die ihr dann im richtigen Moment losschießen könnt, sodass im Prinzip euer Gegner dann vielleicht von diesen Methoden nochmal überrascht werden oder ihr könnt damit auch eine gewisse Bedrohung aufbauen. Wenn ihr ganz viele oder wenn ihr die eine oder andere Methode da drin habt, dann weiß euer Gegner, oh, der hat eine Methode, wann aktiviert er die wohl und dadurch wird er so ein bisschen verunsichert. Auch ein sehr cooles Instrument, um das taktisch zu gestalten, das Duell. Kommen wir jetzt aber noch zu den Tokens und die Tokens beschreiben auch noch eine der letzten Aktionen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, nämlich Rederecht einfordern. Wie ich schon gesagt habe, für gewisse Methoden oder für gewisse Aktionen braucht ihr die Aufmerksamkeit des Richters. Der Richter hat zwei Seiten, eine rote und eine blaue. Ist auf der roten Seite, dann ist die Aufmerksamkeit auf der Anklage. Ist auf der blauen, ist die Aufmerksamkeit auf der Verteidigung. Und wenn ihr euren Token Rederecht einfordern einsetzt, dann könnt ihr euch die Aufmerksamkeit des Richters sichern. Aber der ist dann natürlich erstmal aufgebraucht, der Token, dreht sich aber wieder um, falls ihr mal einen Zeugen nicht erfolgreich auf eure Seite ziehen könnt. Letztendlich bleibt euch nur die Überlegung, ob ihr passen wollt, ob ihr den Zeugen abgibt oder ob ihr euch so sicher seid, dass ihr so viele Punkte habt und da keine mehr hinspielen könnt, dass ihr jetzt auf jeden Fall passen möchtet. Wenn beide Spieler gepasst haben, dann schaut man sich an, okay, wer hat die meisten Punkte am Zeugen, man rechnet die Differenz aus und holt sich dann überlegt dann, wie man die Punkte so verteilt, welche Geschworenen man sich dann auf seine Seite ziehen möchte strategisch. Die zweiten Tokens, die ihr habt, das sind die drei Einspruchsmarker. Die machen das natürlich besonders witzig, das Spiel. Denn wenn euer Gegner denkt, er hat jetzt eine richtig geile Combo aufgebaut, eine richtig gute Kette und da legt er das und das und das noch dran, dann könnt ihr, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr es nutzen wollt, sagen, Einspruch, euren Token umdrehen und euer Gegner muss das Argument, was er gerade gespielt hat, wieder wegpacken. Das kann dazu führen, dass euer Gegner vielleicht nur noch Karten auf der Hand hat, die alle das unpassende Symbol hat und er war sich schon sicher, dass er einen Zeugen hat, kann aber jetzt nichts mehr legen und verliert somit vielleicht einen wichtigen Zeugen für sich. Also sehr witzige Sache. Aber auch hier muss man natürlich gucken, wann setzt man die ein. Man sollte sie nicht zu früh einsetzen und man sollte sie wirklich nur einsetzen, wenn man sich sicher ist, dass man dann dem Gegner wirklich gut schaden kann. Oder wenn man den Zeugen vielleicht selber unbedingt braucht, den Effekt und den unbedingt gewinnen möchte. Also es setzt auch ein bisschen Spielerfahrung voraus, wann man die einsetzt. Ja, so funktioniert das Spiel auch im Großen und Ganzen. Der erste Fall, der wird so lange gespielt, bis entweder alle Zeugen verteilt sind, also es gibt keine Zeugen mehr, die man dann in den Zeugenstand rufen kann. Und die zweite Möglichkeit, wie das Spiel enden kann, ist die, dass ein Spieler dran ist, aber keine Karten mehr ziehen kann. Der zweite Fall, wo es um Mord geht, der bringt euch nochmal andere Karten mit anderen Effekten. Der lässt euch die Geschworenen nochmal umdrehen, sodass es für die Anklage möglich ist, auch sich Geschworene dauerhaft zu sichern, die dann nur noch mit Effekten überzeugt werden kann. So ist die Verteidigung so ein bisschen mehr in der Bredouille und muss dann schon mal vorher dafür sorgen, dass Zeugen gar nicht erst in diesen Bereich kommen, dass sie gesichert sind, weil es dann nur noch schwierig ist, da dran zu kommen an die Geschworenen.
Und so bringt dieser Fall auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge Abwechslung mit sich. Ja, ich habe auch noch zwei Erweiterungen dazu bestellt, wie ich es euch am Anfang gesagt habe. Was machen die anders? Der Pate, ja, da ist es so, da gibt es noch, sind noch extra Karten dabei, außerhalb der Standard-Decks, die man sich immer zusammenmischt. Nämlich so kleine Karten, die dann noch Aktionen euch geben. Kriminelle Aktionen, wo ihr dann nochmal das ganze Spiel beeinflussen könnt. So ein bisschen, ja, vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Fallenkarten und generell thematisch auch transportiert euch das nochmal in eine andere Zeit. Auch das Artwork hier ist sehr cool gemacht. Alles so ein bisschen auf älter getrimmt. Und der Fall Hexenjagd, da geht es richtig zur Sache. Da ist es, muss man nicht mehr Geschworene überzeugen, sondern da muss man den Mob überzeugen, dass die Frau nicht verbrannt wird oder verbrannt wird, je nachdem welche Seite man spielt. Macht es aber auch nochmal spielmechanisch etwas anders und bietet natürlich auch wieder neue Karten, neue Beweisstücke, die dann in die Decks gemischt werden, die ihr euch dann am Anfang zusammendraftet. Wir kommen aber jetzt einmal kurz zu meinem Eindruck und zum Fazit. Generell mein Fazit zu dem Spiel. Ich würde es zusammenfassen mit Liebe auf den zweiten Blick. Was meine ich damit? Als ich die erste Runde gespielt habe, war ich ein bisschen überfordert. So, was mache ich überhaupt hier? Was für Karten soll ich mir auf die Hand holen? Wie spiele ich die am besten aus? Und das Ganze hat sich am Anfang so ein bisschen holprig angefühlt. Und letztendlich wusste ich auch gar nicht, wie ich gewonnen hatte, ob meine Strategie gut war, ob die schlecht war. Bei der zweiten Partie sah es schon ganz anders aus. Da wusste ich ungefähr, was mich für Karten erwarten. Ich kannte mein Standarddeck und konnte das Ganze so ein bisschen einordnen, wusste, was ich meinem Gegner für Karten zuschieben musste, wusste, was ich für Karten selber für mich haben möchte und wann ich welche Karten spiele, welche ich mir aufhebe für spätere Zeugen und auch welche Zeugen ich vielleicht jetzt aufrufen sollte und welche Zeugen ich später aufrufen sollte. Also das Spiel bekam plötzlich für mich viel mehr Tiefe. Was ihr wissen solltet bei dem Spiel, also es ist kein Spiel, was man einmal spielt und dann läuft es sofort rund. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist ein Spiel, was besser wird mit der Anzahl an Spieldurchläufen, die ihr habt. Je besser ihr die Karten kennt, je besser ihr wisst, was für eine Strategie ihr verfolgen wird, desto cooler wird das Spiel und desto spannender wird das Spiel auch. Sowohl für euch als auch für euren Gegner. Also es ist nichts, was man mal eben schnell eine Runde spielen kann. Das ist aber auch durch die Spielzeit so vordefiniert. Also auf der Verpackung steht, dass man für eine Runde auch mal 60 Minuten braucht. Da stimme ich auf jeden Fall zu, das kommt so ungefähr hin. Was ich halt auch positiv hervorheben möchte, ist, dass es halt in der Grundbox schon mal zwei unterschiedliche Fälle spielen kann. Für die es interessiert, oder für viele, manche fragen sich jetzt vielleicht auch, ja, wenn ich einen Fall gespielt habe, kann ich den nochmal spielen? Natürlich, also es gibt bei diesem Spiel in der Geschichte, das ist alles nur Theorie, wie es sein könnte oder was die Gegebenheiten, die Umstände sind für diesen Fall. Das heißt aber nicht, dass die Person wirklich schuldig ist oder nicht, sondern im Prinzip entscheidet ihr immer durch eure Partie, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Und ihr könnt auf jeden Fall oft spielen, häufig spielen. Solltet ihr auch, damit ihr besser damit zurechtkommt und eure Strategie besser wird. Was ich hier auch noch erwähnen möchte, das ist auch ganz cool gemacht, gerade auch beim ersten Fall. Es gibt im Prinzip Strategiekarten für jeden Fall. Und diese Strategiekarten sagen euch, wie die Zusammensetzung ist für den Fall. Das heißt, welche Zeugen spielen damit und welche Karten nehmt ihr rein. Denn nämlich zum Beispiel auch beim ersten Fall gibt es Varianten, wo ihr gar nicht alle Karten nehmt, sondern erstmal nur 30 Karten von Fall 1 mit der Kunstfälschung. Und das erlaubt euch natürlich, den Fall nochmal ein bisschen facettenreicher zu spielen in der zweiten Runde. Wenn ihr sagt, okay, wir nehmen jetzt eine andere Strategiekarte, dann nehmen wir noch mehr Karten dazu, die mit dem Stiftsymbol. Oder wir machen das ultralange Spiel, nehmen die schwierigste Strategiekarte und nehmen auch noch die Karten mit dem Spinnennetz dazu für den Fall 1. Das heißt, innerhalb eines Falles habt ihr zusätzlich zu der Richtervariation, die ihr habt, auch nochmal Variation dadurch, dass ihr andere Strategiekarten mit anderen Zeugen nehmen könnt. Also es ist schon sehr vielfältig, das Spiel. Die Erweiterungen machen es halt nochmal vielfältiger. Die geben euch dann nämlich nochmal andere Fälle mit teilweise anderen Siegbedingungen, was das Ganze nochmal ein bisschen happiger macht. Auch noch die Thematik anders, da habt ihr nochmal ein leicht anderes Spielgefühl drin. Variation schön und gut, aber wie sieht's aus für euch spieltechnisch? Meiner Meinung nach, also mir hat es am Anfang nicht so viel Spaß gemacht, das Spiel, aber mit der steigenden Anzahl Runden fand ich es immer cooler und ich glaube, das wird auch noch cooler, je öfter ich spiele. Also da können sich richtig coole Strategien entfalten, aber erst mit vermehrtem Spielen. Also es ist nicht so wie bei Hero Realms, dass das sofort jeder durchblickt und dann weiß, welche Karten man kaufen kann und dann richtig, ein richtig geiles Spielgefühl schon direkt bei der ersten Partie hat. Das Spiel braucht Zeit, sich zu entfalten. Das solltet ihr wissen. Dann ist es aber eine ziemlich coole Strategie, wo der Reiz darin liegt,
wirklich ein Duell auszufechten. Das müsst ihr auch mögen. Zwei-Spieler-Spiele, Duelle. Thematisch sehr cool unterstützt. Auch jede Karte hat Flavortext, mit dem das Ganze noch mal ein bisschen aufgepeppt wird. Und die Spannung ist auch da, liegt auch darin, dass man halt auch wirklich gut überlegen muss, wann spielt man welche Karte und was bereitet der Gegner für eine Strategie vor, um den Zeugen jetzt auf seine Seite zu ziehen. Und sollte ich mir das jetzt aufheben oder schlage ich jetzt zu und will den Zeugen auf jeden Fall oder macht der Gegner mir das vielleicht sogar noch kaputt? Und ja, finde ich, ist eine sehr, sehr coole Duellvariante. Mal ein anderer Ansatz, sowohl thematisch finde ich stark, als auch spielmechanisch mit diesen Argumentationsketten, die man sich aufbaut, macht mir auch Spaß. Und ich bin auch schon sehr gespannt, die Erweiterung zu spielen und in den anderen Fällen auch noch tiefer einzusteigen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben über das Spiel. Was haltet ihr von dem Spiel? Findet ihr das ganz cool von der Mechanik? Hat es euch eher abgeschreckt? Schreibt mir auch gerne, wie empfindlich ihr bei solchen Übersetzungsfehler oder Fehldrucken seid. Würde mich auch mal interessieren. Ich hoffe doch ganz stark, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Da habe ich bestimmt wieder was ganz Besonderes für euch. Macht's gut, bis die Tage. Ciao.